Naughty. Love Radio. Es hat ein bisschen gedauert, es gab eine kleine Umbaupause, quasi Naughty hat seinen Kram zusammengepackt, ist jetzt schon wieder auf dem Rückweg.
Dafür ist jetzt aber Medisol da. Davon könnt ihr euch überzeugen unter www.fritz.de. Da ist eine Webcam geschalten. Da könnt ihr ihn betrachten, live ohne Farbe, so wie seinerzeit bei RTL 2. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit seinem Set. Medi.
hört das Fritz Love Radio mit René am Mikrofon. An den Decks derzeit Mady Soul. Wie ihr merkt, die besten und wichtigsten DJs der Parade hier bei uns im Fritz Love Radio, in der Fritz Love Radio Location in Schönbrunn in Friedrichshain. Und wir sind rund um die Uhr für euch da quasi. Die DJs geben sich hier die Nadel in die Hand und das noch bis zum Sonntag, 20 Uhr. Fritz. Und das Fritz Love Radio präsentieren die besten Partys der Love Parade. Arena und Glashaus. Freitag, 20. und Samstag, 21. Juli. Love Nation Weekend mit Takio Ishino und Blank & Jones. In der Arena, Eichenstraße in Berlin-Treptow. Mehr unter www.fritz.de/loveradio. Und jetzt kommt Reklame. Wermesgrüne. So legendär wie seine Herkunft. Die Legende lebt. Wermesgrüne, die Pilzlegende. Here we go again! Love Stern Galactica Volume 4. Die Doppel-CD zum Mega-Event am Love Weekend. Mit den coolsten Tracks aus Trance, House und Techno. Mit Blank & Jones, Brooklyn Bounce, Elektrochemie LK und vielen anderen. Love Stern Galactica Volume 4. Out now. Ich hätte gerne Ihren Mund, Ihr Lachen, Ihre Augen, Ihre Beine, Ihre Haare und Ihre Filmpartner. Jedenfalls mal leihweise für einen Tag, damit ich weiß, wie es sich anfühlt, Julia Roberts zu sein. Julia Roberts. Ihre Pläne, ihre Träume, ihre Beauty-Tricks. Jetzt in der neuen InStyle. Außerdem die neuesten Augen-Make-up-Trends aus Amerika. InStyle, der Stil der Stars. Das aktuelle Heft ab Montag im Handel. Das Augen-Make-up ist von Liz Hurley. Der Augenaufschlag ist von mir. Der neue Film von Michael Bulli-Herbig. Yeah! Es hört halt auf, bis einer weint. Der Schuh des Manitou. Ab 19. Juli nur im Kino. Hallo, ist der noch frei? Klar. Ja, hören Sie mal, ich kann eine Ringeltaube nachmachen. Grrr, nee, falsch. Grrr, gut, oder so. Grrr, grrr, jetzt hab ich's. Grrr. Manchmal hätte man es lieber still. Bon Aqua Balance Table Water. Jetzt auch als still. Und nicht vergessen, die besten Partys der Love Parade. Zum Beispiel Love Nation Weekend am 20. und 21. Juli in der Arena in Berlin-Treptow. Alle DJs, alle Infos und jede Menge Freitickets. Jeden Love-Tag bei den Radiofritzen. Und natürlich in eurem Love Radio. Fritz. Fritz.
Gehört das Fritz Love Radio? Noch bis Sonntag 20 Uhr sind wir für euch da. Im Moment gerade das Set von Medi. Hier bei uns im Fritz Love Radio bekommt ihr die besten und wichtigsten DJs der Parade. Alle Infos, Interviews und natürlich auch die Love News. Fritz Love Radio. Die Info. Zeit, es ist 11.30 Uhr. Und jetzt kommt erstmal das Wetter. Am Vormittag ist zum Teil noch gut bewölkt, am Nachmittag aber gut sonnig und regnen soll es überhaupt gar nicht. Die Temperaturen steigen von jetzt 17 bis 20 auf höchstens 24 Grad in Berlin, 23 Grad. Und jetzt die Meldungen. Seit dem frühen Morgen strömen 10.000 Raver zur 13. Love Parade in die Hauptstadt. Vor allem die Sonderzüge aus dem Süden sind nach Auskunft der Bahn pickepacke voll. Nach den Rekordjahren mit bis zu 1,5 Millionen Besuchern rechnen die Macher in diesem Jahr mit deutlich weniger Leuten. Schuld daran sei der monatelange Streit um Routentermine und den Status der Parade. Eine Hiobs-Nachricht. Am frühen Morgen verunglückte am Fernbahngleis in der Nähe des Bahnhofs Berlin-Charlottenburg ein betrunkener 20-jähriger Österreicher. Er geriet aus bisher ungeklärter Ursache unter einen Zug und starb. Und jetzt von Berlin nach Deutschland und in die Welt. Am Rande der Weltklimakonferenz in Bonn sind zur Stunde mehrere tausend Umweltschützer dabei, ein riesiges Rettungsboot für das Klimaabkommen zu bauen. Das Gefährt soll 30 Meter lang werden und ist aus Holz. Die USA wollen das Abkommen platzen lassen und deshalb stehen auf dem Schiff Losungen wie "Nach Bush die Sintflut" und "Wir hauen auf den Busch". Beim Weltwirtschaftsgipfel in Genua ist die Lage äußerst gespannt. 100.000 Globalisierungsgegner werden zu einer Großkundgebung erwartet. Die Polizei rechnet wieder mit gewalttätigen Auseinandersetzungen. Gestern kam ein 20-jähriger italienischer Demonstrant ums Leben. Und die Verkehrsmeldung erstmal für die, die nach Berlin rein wollen. A9 Halle Leipzig Richtung Potsdam. Zwischen Brück und Belitz ist die rechte Spur nach einem Unfall blockiert. Bitte Vorsicht bei der Annäherung. A10 südlicher Berliner Ring, Werder Richtung Schönefeld. Zwischen Werder und Nutetal dichter Verkehr mit zunehmender Tendenz. Und noch die Meldung für die, die nach Ost-Berlin raus wollen. A11 Berlin Richtung Prenzlau zwischen Lank und Wandlitz. Stau an einer Baustelle. A24 Berlin Richtung Pritzweig zwischen Hafland und Wittstock-Dosse. Sehr hohes Verkehrsaufkommen und Stau. Stadtverkehr Berlin nochmal. Tiergarten Charlottenburg klar. Die Straße 17 Juni ist zwischen Brandenburger Tor und Ernst-Reuter-Platz gesperrt. Auch alle Zufahrtsstraßen und die S-Bahnhöfe Tiergarten unter den Linden bleiben geschlossen. Love News. Mit Sarah Kuttner. Schon heißt es ab 23 Uhr im Soda. Auf 11 Floors, unter anderem einem großen Open-Air-Floor, werden über 35 internationale DJs aus den Bereichen Techno, Drum and Bass und House auflegen. Highlights sind die Turntable Rockers, DJ Set und Tom Miller. Außerdem aus England Lee Humphries, aus New York Robert Q. Ingram und nationale Helden wie Chris Liebing, Monika Kruse und Hans Nieswand. Ein abwechslungsreiches Programm, also für immerhin 45 Mark Eintritt. Wer nicht so tief ins Sparschwein gucken kann, der ruft schnell an unter der 0331 70 97 110 und gewinnt 2x2 Freikarten. Das Soda befindet sich auf dem Gelände der Kulturbrauerei in der Knarkstraße 97 in Berlin-Prenzlauer Berg. Fritz und das Fritz Love Radio präsentieren die besten Partys der Love Parade. Zum Beispiel im Tresor. Die Love Week vom 13. bis 22. Juli. Samstag, 21. Juli. True Spirit mit Blake Baxter und Marshall Jefferson. Sonntag, 22. Juli. Tresorpark ab 10 Uhr mit Dr. Motte und Tanit. Und ab 20 Uhr im Globus at Tresor, Josh Wink. Im Tresor, Leipziger Straße 126a in Berlin mit. Mehr unter www.fritz.de/loveradio. Und jetzt kommt Reklame. Wernes Grüner, so legendär wie seine Herkunft. Die Legende lebt. Wernes Grüner, die Pilzlegende. Junge, wo bin ich denn hier gelandet? Das gibt es doch gar nicht. Letztes Jahr hat das hier aber anders ausgesehen. Das hier ist vielleicht nicht das Ende der Welt, aber von hier aus kann man es schon wesentlich besser sehen. Rufen Sie einfach den TD1 Verkehrsinfoservice unter der TD1 Kurzwahl 2526 an. Dann gibt's die optimale Route übers Handy. T-Mobile. Dance while the record spins. 1 Million Menschen. Liebe und Musik. Endlich ist sie da. Die einzig wahre Love Parade Compilation. Mit The Love Committee, Paul van Dyk, Zafri Duo, Lexi MK Paul, Blank & Jones, Jam & Spoon, West Band, Commercial Breakup, Members of Mayday, Denki Groove und vielen weiteren Clubburnern. Hol dir die neue Love Parade Compilation. Auf 2 CDs. Und nicht vergessen, die besten Partys der Love Parade. Zum Beispiel die Love Week im Tresor von Freitag 13. bis Sonntag 22. Juli. Leipziger Straße 126a in Berlin-Mitte. Alle DJs, alle Infos und jede Menge Freitickets. Jeden Love-Tag bei den Radiofritzen. Und natürlich in eurem Love Radio.
Fritz.
Ja, das Fritz Love Radio mit René. Hier bekommt ihr alle Infos, alle Interviews und natürlich auch die Love News. Ja, und neu ist ja nicht unbedingt mehr, dass Gott ein DJ ist, zumindest seit Faceless. Dieses Motto aber hat die katholische Jugend Berlin wohl ein bisschen zu genau genommen. Mit der Folge, dass seit einer Dreiviertelstunde in der St. Michael-Kirche in Berlin-Kreuzberg ein Techno-Gottesdienst gefeiert wird. Sozusagen so als Warm-up für die Love Parade. Und mittendrin im Gottesdienst ist jetzt Fritz-Reporter Philipp Meinhold. Hallo Philipp, wie ist es so beim Meditieren? Hallo René, ja, ich muss ein bisschen gedämpft reden hier, denn ich melde mich direkt aus diesem Gottesdienst und auch wenn es ein Techno-Gottesdienst ist, möchte ich ja nicht unbedingt hier unangenehm auffallen. Musik ist allerdings relativ laut im Hintergrund hier, von daher geht es zumindest, was man ja sonst nicht kann, dass man hier im Gottesdienst einfach mal ein bisschen vor sich hinspricht. Ich muss auch sagen, ich habe eine Weile gebraucht, um überhaupt zu merken, dass der Gottesdienst bereits läuft, weil erstmal gab es so eine halbe Stunde ein reines DJ-Set von zwei DJs, die vorne dort stehen, wo normalerweise der Altar ist. Und der Pfarrer bzw. der Kaplan saß die ganze Zeit daneben in sich versunken auf einem Stuhl. Dann stand er auf, sagte also im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und setzte sich. Dann ging es weiter mit 10 Minuten DJ-Set und gerade eben sprach er nochmal das Vaterunser und jetzt ist also wieder die Musik dran. Von daher ist das Ganze ein wirklich Techno-Gottesdienst im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt hier viel, viel Musik, wie im Hintergrund sicher auch zu hören ist. Und ich muss sagen, auch die Kirche selbst ist ein netter Club, den man da rausgemacht hat. Also die Fenster sind hier größtenteils zugehangen. Es ist relativ dunkel und finster. Alle Sitzbänke sind hier rausgeräumt worden, sodass alle Leute hier auf dem Boden sitzen. Ein paar stehen auch am Rand. Ich sitze hier auch, also mittendrin. Und ich schätze mal auch, das ist so ziemlich das, der jüngste Besucherdurchschnitt, den die Kirche hier in Kreuzberg bisher gesehen hat. Also wirklich, ja, man sieht teilweise das typische Love Parade Outfit auch. Hier ein Mädchen im bauchfreien Top oder ein Jungen im Rock habe ich auch gesehen. Auch ein Metal-Shirt hat sich hier zwischen verirrt. Also eher ungewöhnlich hier das Ganze, denke ich mal. Jetzt, wie gesagt, wieder der DJ-Set, das DJ-Set. Die DJs also vorne anstelle des Altars und über ihnen und dem Pfarrer, der da wieder auf seinem Stuhl sitzt, gibt es relativ abgefahrene Lichtprojektionen, die hier an die Wand geworfen werden. Also ich würde sagen, das Ganze richtig Party ist hier noch nicht. Tanzen tut keiner, vielleicht kommt das noch. Vorhin hat sich also einer der Veranstalter hier schon gewünscht, dass nachher auch noch getanzt wird. Im Moment sitzen alle, grooven höchstens ein bisschen mit. Und ja, eine Dreiviertelstunde wird das Ganze hier noch gehen. Ich würde sagen, so eine ja, Mischung zwischen Party und Gottesdienst ist das auf alle Fälle eine eher chillige Einstimmung auf die Love Parade heute. Unser Jesus-Freak, Fritz-Reporter Philipp Meinhold aus der St. Michael-Kirche in Berlin-Kreuzberg. Philipp, zu guter Letzt noch drei Ave Maria und einen Rosenkranz. Erst dann kann ich dich in deinen wohlverdienten Feierabend entlassen. Ich verstehe dich leider gerade kaum, weil hier haben die DJs nochmal aufgedreht. Ja, ja, das war eine gute Ausrede. Tschüss Philipp und schönen Feierabend. Love Radio. In Angermünde auf 100,1. In Cottbus auf 103,2. In der Prignitz auf 103,1. In Belzig auf 91,9. In Frankfurt-Oder auf 101,5. Und in Berlin auf 102,6. Und wenn ihr euch alle diese Frequenzen auswendig merkt, dann war diese Ansage mehr als nicht umsonst. Fritz. Love Radio.
Bewertung.
We'll be right back.
das Fritz Love Radio. Live aus dem schönen Brunnen in Berlin-Friedrichshain. Im Moment eine Dex Medisoul. Der ist seit 1993 DJ und ist ja seit seiner Aktion bei Big Brother bekannt wie ein bunter Hund. Sag mal, was hat sich seitdem verändert, seit Big Brother Medi? Ich habe jetzt gerade nicht allzu viel verstanden, weil es ist sau laut hier. Was hat sich bei dir verändert seit Big Brother? Verändert hat sich insofern eigentlich nicht viel. Es ist die Bekanntheit gerade, sag ich mal, ist ein bisschen höher jetzt. Ich kann, egal wo ich bin, ob in der Schweiz, in Österreich, überall im Bundesgebiet, man wird sofort erkannt. Und klar, wenn man irgendwo privat abends einfach essen gehen will, kann es auch ein bisschen lästig sein. Aber sonst hat sich für mich eigentlich wenig verändert. Schlägt sich das auf dein Booking nieder? Hast du jetzt mehr zu tun als vorher, seitdem dich ja quasi fast alle Welt kennt? Es gibt natürlich dadurch wesentlich mehr Angebote, aber das ist, was manche Leute nicht verstanden haben, dass ich durch dieses Projekt, worauf ich Lust hatte persönlich, mein Weltbild, mein Musikgeschmack und sonstiges hat sich dadurch nicht geändert. Ich hatte eine Erfahrung hinter mich gebracht, ich bin sehr froh über diese Erfahrung, weil es war lustig. Ich meine, letztendlich wollten ungefähr 130.000 Menschen da rein und musikalisch mache ich da, wo ich vorhin auch gehört habe. Ich habe gehört, dass dir Endemol einen Song angeboten hat, beziehungsweise wollten wir von dir irgendwie einen Reggae-Song. Ist da was dran? Ja, das stimmt. Es ist aber halt so, dass ich alle Musikrichtungen oder viele Musikrichtungen sehr gerne mag und Reggae liebe ich halt. Und ich habe so einen großen Respekt vor den Reggae-Künstlern, dass ich jetzt nur dieses Klischee nicht bedienen will, so sozusagen der Rastaman aus dem Haus produziert jetzt Reggae. Meine Musik ist elektronische Musik und das mag ich nach wie vor. Du bist zurzeit sehr oft in Spanien unterwegs. Warum gerade Spanien? Was machst du da? Ich liebe das Land und spiele eigentlich mit den Gedanken, in ein paar Jahren auszuwandern. Bist du dort als DJ oder bist du dort mehr privat mit Freunden oder was ist dort deine Tätigkeit? Ich habe gehört, hast du irgendwie einen Fahrradladen oder so? Nein, ich hatte mal einen Motorradverleih mit ein paar Jungs, weil ich ein leidenschaftlicher Motorradfahrer bin. Aber Moment, ich glaube, ich muss gleich mixen. Sonst... Klar, Urlaub auch, aber ich bin da auch beruhig, also ich lege da auf. Ich fliege jetzt am Montag um 6 Uhr morgens nach Ibiza und da bin ich auch die nächsten 12 Tage. Medi, wo kann man dich erleben heute Abend? Du machst eine Party. Ich mache eine Party, ich glaube, das wird eine sehr schöne Veranstaltung, weil die Location ist absolut genial von der Optik. Wir haben eine Open-Air-Area und ein Zelt, also eine Main-Hall. Und das Ganze fängt um 23 Uhr in PKA-Zelt. Das ist direkt am Luftschloss, am Luftplatz unter den Linden, in der Nähe von diesem geschlossenen Palast der Republik. Genau. Okay, danke dir, Medi. So, das war so Medi Soul und sein DJ-Set. Die Stunde, das ist da.